ich entscheide mich anders. Ich möchte die Kugel bitte wiederhaben. Es ging gerade echt gut. My boy, I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder is actually a tunnel, linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vangel is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry! But in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you and go for it! Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devil May Cry Teil 3. Ich finde diesen Clown so unglaublich geil. Also der ist echt wirklich gut gemacht und sehr gut gesprochen. Wir sind im Auftrag 12 Jäger und Gejagte. Erobern Sie die Brücke zurück, bevor die Seele auf ewig verloren ist. Kann ja nur schief gehen. Ich hasse Zeitdinger. Keine Ahnung. Neo-Generator. Wer das beschädigte Gerät hält, wird erleuchtet und seine Seele liefert die fehlende Energie. Yay! Darauf habe ich sowas von keinen Bock. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding einsetzen muss. Aber woanders geht's nicht hin. Hallo. Keine Zeit, Jungs. Ich hab doch keine Zeit. Oh, Lebensenergie. Komm mal schön her, Kumpel. Wenigstens geben mal die Gegner wirklich... Jeder Gegner gibt jetzt eine Lebenskugel. Warum kann das nicht immer so sein? Warum sind die sonst immer so sparsam und jetzt übertreiben sie es? Und... Hat es mich getroffen? Ich glaube nicht. Hallo. Ich finde die weißen Kuttenputzis echt hübsch. Einfach weiterfahren, einfach ignorieren.
Mensch, der Typ hat die ganze Zeit da so gelitten. Ach komm. Ja, stirb. Gib mir deine Lebensenergie. Dankeschön. Da drüben ist noch mal einer. Aber irgendwie hat Dante keinen Bock. Geh doch mal auf, den anzuvisieren. Kannst du bitte? Der will nicht. Der wollte einfach nicht. Denn eben nicht. Los, los, los. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Jungs und Mädels. Und ich möchte immer noch da nach unten. Und ich habe mir extra das geholt, damit... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Sag mir doch einfach, wo ich hin muss. Zur Tür. Gut. Ja. Zur Tür. Hallo, ich muss zur Tür. Könnt ihr mal bitte die Tür aufmachen? Jungs, ihr versperrt mir den Weg. Ich habe hier eine heiße Lieferung zu machen. Und irgendwie hindert ihr mich daran, die zuzustellen. Ich würde die wahnsinnig gerne loswerden. Obwohl es echt geil ist, die ganze Zeit im Teufelsmodus hier rumzurennen. Macht wirklich Spaß. Aber das Knistern die ganze Zeit möchte ich auch nicht haben. Ist auch ein bisschen nervig. Ach, ich liebe die Attacke. Kannst du mal bitte sterben? Dankeschön. Und weiter geht's. Ab durch die Tür. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich hau euch nur, wenn ihr Stein seid, Kumpel. Mit mir nicht. Könnt ihr mit anderen abziehen, aber mit mir nicht. Komm, stirb. Boah, das war eine riesen Lebenskugel. Ich will auch so eine Lebenskugel haben, wenn ich gegen andere Sachen kämpfe. Muss ich euch eigentlich besiegen? Stimmt, oder? Die Tür da hinten ist doch bestimmt wieder zu. Wie viel seid ihr denn eigentlich noch? Ja, ja. Dankeschön. Und dadurch? Wohin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Leute, wo muss ich hin? Nein. Dafür echt keinen Nerv. Hau ab. Zwei Stück von der Sorte. Sind die denn noch ganz backe? Ich sehe auch wahnsinnig viel jetzt gerade. Okay, den hat es zerrissen. Lebensenergie kriege ich auch wieder. Dankeschön. Dankeschön. Große Energiekugel, große Lebenskugel, dankeschön. Hey Jungs, ihr seid ja jetzt echt freundlich mal. Okay, ich habe nichts gesagt.
Ich entscheide mich anders. Ich möchte die Kugel bitte wieder haben. Es ging gerade echt gut. Und außerdem muss ich nochmal zurück, weil da war doch noch eine Statue. Soll ich zurückgehen und die Statue holen oder soll ich weitergehen? Alter, was ist das? Ein grüner Lebensstein. Schön. Kann ich noch irgendwas machen? Noch irgendwas aufwerten? Irgendwelche Aktionen? Machen wir mal die hier. Und ansonsten Objekte. Die hätte ich gern noch. Einmal die und einmal die. So, hätten wir genug eingekauft. Wenn ich da reingehe, bin ich tot, oder? Gehen wir mal hier runter. Es geht abwärts. Ab in den Keller. Unterirdische Arena. Mach dich fertig, Kumpel. Ja, ja, ja. Kannst so viel bremsen, wie du willst. Machen wir aus dir Lasagne. Oh, du mieser Kleiner. Ich komm nicht weg. Ihr verlangsamt immer. Ihr verlangsamt die Zeit. Wow. Wir müssen den nochmal so kriegen. Komm schon. Immer schön schießen, bis der Knabe mal stillsteht. Und dann drauf. Komm, fall um, fall um, fall um. Was jetzt passiert? Okay. First chicken, now gladiator. Das ist unfair, jetzt hat er mehr Spielfreiraum. Das ist nicht gut. Auf der Brücke hat es mir besser gefallen. Ich brauche keine Zuschauer. Ich will keine Zuschauer. Ach super, wer schießt bitte die Pfeile? Hä? Ich sehe niemanden. Wer auf die Pfeile zu schießen? Ich muss irgendwie auf wen drauf oder... Wow, wow, wow. Bleib stehen. Ja, Mist, der hat mich getroffen. Oh ja, genau. Mach was weiß ich für eine Ultra-Attacke hier. Los, fall hin. Ja, stirb. Nein, 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 nein. Mist, Mist, Mist. Weg, weg, weg. Ach, du mieses Pferd, du mieses. Wo ist er denn? Wow. Wo ist er jetzt schon wieder? Alter. Ja, komm. Ich möchte mal wissen, wer schießt. Außerdem, was hast du gegen mich? Was habe ich dir getan?
Ja, bleib stehen. Wie soll ich denn an hier rankommen? Ja, schon wieder. Mit seinem dämlichen Spikes hier macht er mich fertig. Ja. Mist, ich bin nicht mehr im Dämonenmodus. Das war viel zu schnell. Meiner Meinung nach ging das gerade viel zu schnell. Vorhin hat er länger, war länger bewusstlos. Dafür ist er jetzt schneller bewusstlos, keine Ahnung. Ja, komm schon, wir machen dich fertig. Nein! Wegen dem kleinen bisschen! Weg! Wow, die hätten's. Wow. Nein! Ach, die Verlangsamung auch, kannst du mal sehen. Ja, jetzt ist dein Ende gekommen, Pferdchen. Auf Wiedersehen! Okay. Ja, das ist immer geil. Quicksilver. Spezielle Kraft, mit der Geryon die Zeit kontrolliert. Bei diesem Stil haben sie im Kampf mehr Möglichkeiten, diverse Taktiken und Kombos auszuprobieren. Ja, rote Lumsis. Ich hätte gerne einen grünen. Aber wie immer gibt's das hier nicht. Ich denke, das war's hier auch. Dann geht's weiter. Ja, aber wir sind viel netter. So, wir haben den Auftrag erledigt. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.